Hallöchen. So, jetzt ist endlich die Caro gekommen, von der ich schon mal gesprochen habe. Und zwar ist die Caro für meine Frau. Wer sie gemacht hat, packe ich euch in die Informationsbox. Super korrekter Typ. Wir schreiben mittlerweile schon fast täglich und das wird nicht die letzte Caro sein, die ihr auf meinem Kanal seht, von dem jungen Mann. Wie gesagt, liked mal seine Facebook-Seite. Da sind einige seiner Werke dabei. Unter anderem auch diese hier. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist eine Proline Dodge Ram. Ich glaube, ja, hier steht's. 1500er. Eine echt schöne Karo, wie ich finde. Deswegen haben wir uns ja auch für diese entschieden. Er hat wirklich Top-Arbeit gemacht. Er hat hinten den Käfig, wo dann nachher das Rad drauf kommt. Schön silber abgesetzt, die Ladefläche an sich schwarz, die Radkästen schwarz gemacht und dann diese geile Grafik hier drauf in diesem. Das kommt mit der Cam ein bisschen schwierig rüber. Ein bisschen, glaube ich, kann man es erkennen. Das ist so rot-lila Candy Flakes Lack. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dann haben wir hier so eine rosa Pink Flakes, auch wieder so ein Effektlack. Und das Ganze abgesetzt mit silbernen, naja, Pinstripes kann man jetzt nicht sagen, aber halt Streifen. Und ich finde es auf jeden Fall richtig gut gemacht, gut gelungen. Auch von vorne, lässt sich jetzt ein bisschen schwer zeigen, aber ist echt richtig geil geworden. Ein paar Stellen sind jetzt nicht 100% perfekt geworden, aber ich meine, mein Gott, shit happens von innen. Silber natürlich, dass die Flakes rauskommen. Schön gemacht. Auch hier die Kanten an den Fenstern. Eigentlich perfekt. Da sieht man nichts. Und ich freue mich schon aufs erste Video damit dann. Mit dieser Karo. Wann das soweit sein wird, möchte ich mir es nicht anmaßen. Da kann ich nichts zu sagen. Hier sieht man nochmal schön im Scheinwerfer die Flakes. Auf jeden Fall richtig coole Karo. Wie gesagt, die wird jetzt erstmal in den Schrank wandern. Das war jetzt mehr oder weniger erstmal so ein Projekt, die erste Karo, so die er für mich macht, als Testobjekt quasi. Und ja, die nächsten werden auf jeden Fall folgen. Ich finde die Arbeit super. Danke an der Stelle nochmal an dich. Und wie gesagt, ich kann es auch hier jetzt nochmal einblenden kurz. Die Seite, schaut mal vorbei, liked auf jeden Fall und schaut mal, was er sonst noch so gemacht hat, außer diese Karo. Und wenn ihr auch eine Karo von ihm haben wollt, dann schreibt ihn einfach, wie gesagt, auf seiner Like-Seite bei Facebook und da wird man sich sicherlich schon einig. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.